Zahnaufhellung ist ein beliebter Trend in der Kosmetikindustrie, der Menschen dabei hilft, strahlende und weiche Zähne zu bekommen. Es gibt verschiedene Verfahren und Techniken, die zur Aufhellung der Zähne angewendet werden können. In diesem Video werden wir alles A4TBER Zahnaufhellung, die verschiedenen Verfahren und Techniken sowie deren Vor- und Nachteile diskutieren. 1. Warum ist Zahnaufhellung so beliebt? Zahnaufhellung ist beliebt, weil strahlend weiche Zähne zu einem attraktiven Lachen beitragen und das Selbstbewusstsein steigern können. Kaffee, Tee, Rotwein, Zigaretten und bestimmte Lebensmittel können Wehrfärbungen auf den Zähnen verursachen, daher ist es wichtig, regelmäßig eine Zahnaufhellung durchzuführen, um ein strahlendes Lachen zu erhalten. 2. Verschiedene Verfahren zur Zahnaufhellung. Es gibt verschiedene Verfahren zur Zahnaufhellung, die je nach Bedarf und Budget gewählt werden können. Zu den beliebtesten gehören. Zu Hause durchgeführte 1/4 Bleaching-Techniken. Diese beinhalten die Verwendung von Bleaching-Produkten wie Whitening Strips oder Bleaching Gels, die zu Hause angewendet werden können. Diese Produkte sind in der Regel gar 1/4 günstiger, aber weniger wirksam als professionelle Bleaching-Behandlungen. Professionelle Bleaching-Behandlungen. Zu den professionellen Verfahren gehören das Innerface Bleaching, bei dem ein Bleaching-Gel auf die Zähne aufgetragen und mit Hilfe eines speziellen Lichts aktiviert wird, sowie das Take-Home-Bleaching, bei dem der Patient individuell angepasste Schienen mit Bleaching-Gel FA1/4 den Heimgebrauch erhält. Diese Behandlungen sind effektiver und können schnellere Ergebnisse liefern, sind aber auch teurer. Natter 1/4-liche Aufhellungsmethoden. Es gibt auch Natter 1/4-liche Methoden zur Zahnaufhellung, die keine schädlichen Chemikalien enthalten. Dazu gehören das A-Lizin mit Kokosa-L, die Verwendung von Backpulver oder Aktivkohle sowie die regelmäßige Reinigung der Zähne mit Wasserstoffperoxid. 3. Techniken zur Zahnaufhellung. Es gibt verschiedene Techniken, die zur Zahnaufhellung angewendet werden können, darunter chemische Bleaching-Techniken. Diese Methode verwendet Bleaching-Produkte wie Wasserstoffperoxid oder Carbamidperoxid, um Wehrfärbungen auf den Zähnen zu entfernen. Diese Chemikalien dringen in den Zahnschmelz ein und entfernen die Wehrfärbungen, um weiche Zähne zu erhalten. Laserbleaching. Diese Technik verwendet ein spezielles Licht, um das Bleaching-Gel auf den Zähnen zu aktivieren und die Wehrfärbungen zu entfernen. Diese Methode ist effektiver und liefert schnellere Ergebnisse, aber auch teurer als andere Verfahren. Mikroabrasion. Diese Technik verwendet eine feine Schleifpaste, um oberflächliche Wehrfärbungen auf den Zähnen zu entfernen. Diese Methode kann jedoch den Zahnschmelz abtragen und sollte daher mit Vorsicht angewendet werden. 4. Vor- und Nachteile der Zahnaufhellung. Zahnaufhellung hat sowohl Vor- als auch Nachteile, die es zu bera 1/4-sichtigen gilt. Zu den Vorteilen gehören: ein strahlendes Lachen und gesteigertes Selbstbewusstsein, schnelle und effektive Ergebnisse, verbessertes Erscheinungsbild und positive Auswirkungen auf das weichere Erscheinungsbild. Zu den Nachteilen gehören: Empfindlichkeit der Zähne und Schmerzen während und nach der Behandlung, magliche Schaden am Zahnschmelz bei unsachgemäßer Anwendung, Kosten der Behandlung, die je nach Verfahren und Technik variieren können. Insgesamt ist Zahnaufhellung eine effektive Methode, um strahlend weiche Zähne zu bekommen, und es gibt verschiedene Verfahren und Techniken, die je nach Bedarf und Budget gewählt werden können. Es ist wichtig, ein professionelles Beratungsgespräch mit einem Zahnarzt zu FA1/4, um die beste Methode FA1/4 die individuellen BDA1/4-Öffnisse zu wählen und mögliche Risiken und Nebenwirkungen zu besprechen. Mit der richtigen Pflege und regelmäßigen Nachbehandlung kann in strahlend weiche Zähne lange Zeit erhalten bleiben.